Wir müssen ja die Sage oder wollen die Sage ja, wenn es geht, mittig in die Maueröffnung setzen, um möglichst rechts und links den gleichen Abstand zu erhalten, um später dort auch ausschäumen zu können. Wir ermitteln nochmal die Maueröffnung, die ist in diesem Fall 90, das wussten wir ja auch schon, 86er Tür, das 2 teilen wir, also setzen wir dort Klötzer von 2 cm ein. Für diesen Arbeitsgang habe ich mir die erste Leiste vorhin gefertigt, die ich oben aufs Querstück gelegt habe, also das Sagenaußenmaß genommen habe. Dies ist das Sagenaußenmaß und meine Sage müsste hier in der Mitte eingearbeitet werden. Das heißt, jede Seite 2 cm vom Mauerwerk entfernt. Dazu können wir einfache Holzstückchen, handelsübliche Plasteplättchen, irgendwas verwenden, um den Mittelpunkt der Maueröffnung zu ermitteln. Ich habe dort einfach schon ganz einfache Holzabfälle mir gesucht. Diese Holzabfälle kann ich mit Heißkleber, mit Silikon, mit einer Schraube irgendwie dreimal montieren, um einen besseren Anschlag zu erhalten. Ich habe mir entschieden, schnell, da ich eine Holzwand habe, diese 3 Klötzer mit Schrauben anzuschrauben. So, zweimal. Jetzt sollte ich, da ich ja meine Sage dort mal gegensetzen will, eine Wasserwaage nehmen und mal kontrollieren, ob ich auch diese wirklich im Lot gesetzt habe. Sonst muss ich einen Klotz wieder lösen, einen kleinen Keil hinterlegen oder ähnliches. Und in diesem Fall stimmt es. Also ich brauche nicht mehr nachjustieren, kann nichts mehr hinterlegen. In diesem Fall stimmt das Maß, weil das auch eine ziemlich gute neue Wand war. Jetzt kommt diese Leiste ins Spiel, die ich vorher als Sagenaußenmaß mir gefertigt habe. Die setze ich jetzt an der vorbereiteten Wand und kontrolliere, was ich jetzt hier für eine Distanzklötzer setzen muss. Gut. Ich habe jetzt dort einen Wandabstand noch von 15 oder knapp 2 cm, denn meine Sage soll ja in der Mitte. Also kann ich auch hier einen Klotz, einen Distanzklotz setzen. Ähnlich wie auf der linken Seite setze ich jetzt mal einen Distanzklotz auf der rechten Seite. Diese Distanzleiste ist ja mein Sagenaußenmaß. Dieses muss jetzt hier leicht, aber doch zwischengehen. Gut. Theoretisch könnte ich jetzt meine Sage hier einschieben. Das gleiche wie in der Mitte mache ich jetzt noch oben und unten. So. So, schon bin ich fertig. Diese Klötzer haben mir gewaltig beim Einbau meiner Sage geholfen. Ich habe jetzt eine vernünftige Richtung, um die Sage mittig einzusetzen. Zur Sicherheit kontrolliere ich auch hier noch einmal. Auch diese Klötzer wurden in der Waage angebracht. Bevor ich meine Sage in die Maueröffnung setze, muss ich darauf achten, dass ich hier circa 3 mm die Sage was unterlege, wegen Versiegeln, zum Beispiel im Bad oder Fliesen. Dazu nehme ich Klötzerchen, Pappstreifen, die so circa 3 mm haben und lege diese hier unter, um es nachher später einfacher zu haben. Wenn ich meine Sage jetzt ins Maueröffnung lege, hebe ich sie vorsichtig im oberen Teil an, dass ich sie nicht auseinander reiße unten und vielleicht Beschädigungen an der Gehrung dort durch. Vorsichtig die Sage heben und so in die Maueröffnung setzen. Dabei darauf achten, dass ich auf meine Vorklötzer komme
habe ich meine Sage eingesetzt, hole ich meine vorgefertigten Spreizen, die ich einsetze. Diese Spreizen, die ich vorher vorgefertigt habe, sind sehr wichtig wegen des Nachdrücken des Schaumes und um den weichen Abstand oben, Mitte und unten zu erhalten wie oben. Eine Spreize setze ich in der Mitte, die zweite Spreize setze ich unten. Schon fertig. Wenn ich meine Sage in der vorgefertigten Maueröffnung eingesetzt habe, werde ich nochmal alle Maße bzw. die Waage kontrollieren. Die Waage, das Lot. Dazu nehme ich eine Wasserwaage und setze die oben auf und merke, jawohl, die Sage ist im Lot. Die Bandseite kontrollieren, die stimmt. Auch ganz wichtig, ob sie hier senkrecht. In diesem Falle stimmen meine Einbaumaße und ich könnte beginnen, die Tür vorzubereiten und diese zur Probe einzuhängen. Da in meiner Tür ja schon die Bänder und das Schloss vorgefertigt sind, kontrolliere ich dieses bloß nochmal. Wichtig ist, dass die Bänder auch, sagen wir mal, circa 3 mm ausgedreht sind. Dieses kontrolliere ich auch mit einer 3 mm Schablone, Pappstreifen, Zollstock, ganz egal. Es ist in diesem Fall gut. Ja. Und jetzt nehme ich den Schlüssel aus der Halterung und dann wird die Schlossfalle frei. Meine Tür muss ich ja auch noch mit Schließblechen versehen. Diese kann ich handelsübliche Schließbleche, ob zum Einbohren mit Schablone, ob zum Aufschrauben, kann ich meine Tür mit Blechen versehen, wie ich möchte. Wenn ich das getan habe, das muss der Kunde alleine entscheiden, wenn ich das getan habe, kann ich meine Tür einhängen zur Probe in der Sage. Jetzt hänge ich die Tür in meiner Sage zur Probe ein. Da ich die Tür eingehangen habe, versuche ich die Tür jetzt mal zuzumachen und zu kontrollieren. Gut, und es sitzt. Also haben wir die Sage richtig montiert. Um die Tür bei der weiteren Montage, zum Beispiel bei das Einschäumen, nicht zu beschädigen oder zu verschmutzen, hänge ich die Tür wieder aus, denn sie passt ja. Normalerweise, wenn diese Sage in dieser Maueröffnung bleiben würde, würde ich jetzt die Sage einschäumen. Ich nehme auf jeder Seite nur drei Punkte. Einmal unten, wo meine Spreize sitzt, fülle ich. Dann im Schlossbereich fülle ich. Und oben um die Ecke. Den Rest schäume ich nicht, um nicht unnötiges Nachdrücken oder Verformen der Sage dadurch hervorzurufen. Also jede Seite drei Punkte schäumen. Bitte seien Sie vorsichtig, kleben Sie notfalls diese Kante ab, legen Sie sich auf fertigen Teppichboden die Pappe unter, um nicht Verschmutzung hervorzurufen. Schaum drückt gerne nach und es könnte mal was nehmen gehen und Ihnen die Sachen verschmutzen. In der Zeit, wenn der Schaum trocknet und nachquillt, das wird ja einige Stunden dauern, bereite ich meine Zierbekleidung vor. Denn hier muss ich ja später, kinderleicht, die Zierbekleidung noch einsetzen. Die Montage der Zierbekleidung geht natürlich noch schneller als die Montage der Sage. Ähnlich wie ich die Gehrungsecken bei der Sage montiert habe, montiere ich sie auch bei der Zierbekleidung. Ich lege meine Längsteile aus, ich lege das
Querteil aus. Wichtig ist, dass ich auch mit dieser Pappe hier wieder unterlege, um nicht mit Leim meinen Fußboden zu verschmutzen. Auch hier gebe ich nur am hinteren Bereich, an den inneren hinteren Bereich, leicht Leim an, um ein Ausquellen nach vorne zu vermeiden. Kontrolliere nochmal die Gärung hier und da. Drehe leicht meine Schraube an, bis die Gärung sich anfängt zu schließen. Sitzt. Andere Seite das Gleiche. Meine Zierbekleidung sollte ja später nicht durchs Schließen der Tür rausrutschen. Deswegen gebe ich einige wenige Tropfen Leim in der Nut. Vielleicht in der Mitte noch einmal. Oder unten. Nachdem ich meine Sarge eingeschäumt habe und die Zierbekleidung vorbereitet habe, brauche ich diese bloß noch aufzusetzen. Natürlich muss ich sie vorsichtig nehmen, ähnlich wie die Sarge selber. Trage sie dann zu der Sarge, setze sie langsam auf der Nut auf, fange von oben an. So, da meine Zierbekleidung sitzt und die Sarge sauber eingebaut ist, kann ich die Spreizen entfernen und später die Tür einhängen und schon ist meine Sarge eingebaut.